Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Im letzten Part sind wir ein bisschen aus dem guten Seidenschnabel herumgeglitten und machen das aber heute nun dran, die Story weiter fortzuführen. Dafür geht's erstmal zur nächsten Unterrichtsstunde und zwar Verwandlungskünste. Das könnte ganz spannend werden. Das kam bis jetzt ja noch gar nicht vor in den Harry Potter Spielen, dass man sich mal verwandelt irgendwie. Stelle ich mir aber eigentlich ganz cool vor. Wir müssen dafür in den ersten Stock. Let's go. Jo, Hermine richtig am Ausrasten. Ich würde sagen, ich gehe jetzt. Harry, hier drüben. Moin, was hast du denn im Angebot? Nicht genug auf der Hand? Wie peinlich. Du kannst dir diesen Gegenstand nicht leisten. 30 von den Teilen, alles klar. Ja, du arbeitest dran, ne? Hier ist richtiges Treiben. Ist das jetzt der erste Stock? Ich glaube ja, ne? Wie jetzt hier richtig? Ich glaube ja. Peeves schon wieder. Oh, sieh an, wenn das nicht Wiesel, Mäkler und Potty sind. Peeves. Er schon wieder. Ich traue dieser Rüstung nicht. Er hat uns eingeschlossen. Wir können ihn schlagen, wenn wir alle gleichzeitig zaubern. Ron, zaubere deinen Carperetractum-Zauber, wenn wir ihn geschwächt haben. Oh je, drei kleine Spielkameraden. Fangt! Carperetractum! Auf, ich warne dich. Das ist nicht nett. Nee, du bist aber auch nicht nett, Peeves. Los! Vorsichtig! Hat er sich erstmal eine Rüstung organisiert? Denn? Was geht denn mit ihm? Carperetractum! Das ist nicht nett! Miese, eitle Drittklässler! Fantastisch, Ron! Dankeschön! Es ist einfach, gut zu sein, wenn man sich so erschreckt. Wir sollten jetzt endlich zur Verwandlung gehen. Wegen Peeves sind wir bestimmt zu spät. Davon kannst du ausgehen, aber hallo, das hat man ja gesehen, dass der uns aufgehalten hat, oder nicht? Also, das war ja... Dieser Kampf müsste doch auch im Klassenzimmer hörbar gewesen sein, oder nicht? Also, wir gehen mal rein jetzt. Auf geht's. Verwandlung. Hallo und willkommen zum Verwandlungsunterricht. Mit einem sehr schwierigen Verwandlungszauber kann ein Zauberer zu einem Animagus werden. Animagi können sich in Tiere und dann wieder zurück in Menschen verwandeln. Zum Beispiel... Was ist hier los? Irgendwelche Fragen? Ja, warum war die Szene so awkward? Professor McGonagall... Sind Werwölfe Animagi? Nein, sind sie nicht. Animagi verwandeln sich willentlich in Tiere. Werwölfe können diese Verwandlung nicht steuern. Und jetzt zur heutigen Lektion. Den Draconiforce und Lapiforce zaubern. Hermine, vielleicht könntest du der Klasse die Übung vorführen, die ich vorbereitet habe. Ich? Oh ja! Oh. Warum haut die Wenn eine dahin ab? Wenn du einfach durch diese Tür gehen würdest. Neueste Herausforderung oder nächste Herausforderung? Ehre. So, oh, ein Häschen. Beginnen wir mit dem Lapiforce-Zauber, Hermine. Genau. Lapiforce, die Verwandlung von kleinen Gegenständen in Kaninchen. Korrekt, Hermine. 5 Hauspunkte für Gryffindor. Jawohl. Zaubere Lapiforce auf die Kaninchenstatue. Du kannst dann das verwandelte Kaninchen kontrollieren. Klingt erstmal ganz cool. So, jetzt, bevor wir das tun, schauen wir uns aber erstmal nochmal ein bisschen um. Hier ist soweit nichts. Dann kontrollieren wir es mal. Benutze die Pfeiltasten, um das Kaninchen zu bewegen. Mit der rechten Maustaste hüpft das Kaninchen. Drücke Pfeiltaste oben und halte die rechte Maustaste gedrückt, um weit zu springen. Drücke Enter, wann immer du den Zauber unterbrechen möchtest. Oder erfülle die Aufgabe mit dem Kaninchen und der Zauber hört von alleine auf zu wirken. Du findest bei dieser Aufgabe überall Kaninchenlöcher, Hermine. Wird ein Loch durch Gras versperrt, drücke die linke Maustaste und das Kaninchen frisst sich hindurch. Verstanden. Linke Maustaste drücken, um sich durch das Gras zu fressen. Got it. Kann sich das Kaninchen durch alles Gras fressen? Nee, nur das von den Löchern. Okay. Los geht's.
Hier noch irgendwas? Nein. Witzig. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Es ist zwar natürlich vom Grundprinzip wieder das gleiche. Wir haben wieder diese Aufgaben und so und Challenges, aber... Ausgezeichnet. Schau jetzt auf den Erdhügel. Ja. Platziere das Kaninchen oben auf dem Hügel und drück die linke Maustaste, um mit dem Graben zu beginnen. Genau. Mit der linken Maustaste fressen oder graben. Ganz einfach. Aber die Challenge... Oh Gott, es hat sich gerade gekratzt. Hervorragend, Hermine. Sehr schön, dann können wir weiter. Impulso! Vermisst du irgendwie Musik? Impulso! Geht das nur mir so, oder? Irgendwie die Musik verschwunden. So, gehen wir hier rein. Ah, das ist wieder das Einhorn. Alohomora! Und eine weitere Kaninchenstatue. Warte, dahinter war doch was, siehst du? Es lohnt sich immer, sich umzugucken. So, ein weiteres Löchlein. Erstmal wegknabbern. Musik ist wieder da. Schön. Erstmal ein paar Bertiebots Bohnen einsammeln und einen Kürbis. Hier ist ein weiteres Loch. Ist das ein Bonusloch oder ist das das... Warte, Hermine, wir sind noch nicht fertig. Nochmal. Da war noch mehr. Moment, 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 da war noch was. Hier. Ich dachte, das wäre schon der richtige Schalter gewesen. Aber das waren nur Bohnen. Okay, und dann ging es hier zurück und dann ist die Tür auf. Die ist aber jetzt auch aufgeblieben, ne? Okay, mit Enter komme ich zurück, oder? Wie war das? Hatte sie gesagt, wie ich das abbrechen kann? Enter? Ja. Okay. Sehr schön. Und zack, das nächste Symbol. Oh, warte. Ich sehe viele Böhnchen. Sehe eine Hasenstatue und ein Hasenlöchlein. Na dann weiter. Mal sehen, ob es auch noch weitere Tierchen gibt oder ob es nur bei dem Hasen bleibt. Und durchknuspern hier. So. Hallo. Ein kleines süßes Häschen. Und. Oh, hat nicht geklappt. Mach mal. Achtung. Und. Dann brauchen wir einen weiten Sprung. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir den weiten Sprung herbekommen. Oder wie wir das am besten machen. Auf jeden Fall da irgendwie hoch. Wie komme ich da hoch? Ich würde ja sagen, hier von diesem Gemüsebeet aus, aber das Gemüsebeet verdeckt leider so ein bisschen die Sicht. Doch, das muss so gehen. Ah, komm schon. The Physik is making it schwierig. Ach, gibt's doch nicht. Muss ich doch da hinten machen? Da komme ich erst recht nie hoch. Bin ich wieder zu dumm? Ist es doch wieder einfacher als gedacht? Ah, hier ist ein Loch. Alles klar. Probieren wir doch mal das. Es ist also einfacher als gedacht. Natürlich ist es einfacher als gedacht. Und damit haben wir den Brunnen geöffnet. Das ist schon mal interessant. Oh nein. Ist hier dann auch irgendwo ein Loch? Hier sehe ich keins. Aber da ist auf jeden Fall ein Tunnel. Ich will nur mal gucken, ob ich irgendwo einen Tunnel übersehen habe, bevor wir dann weitergehen. Ne, das müssen wir wohl. Dann gehen wir da jetzt erstmal runter. In der Hoffnung, dass ich nicht irgendwo einen Tunnel übersehen habe. Ach, ich muss jetzt mal gucken. Ich bin neu. Also ich bin jetzt echt nervös, ne? Der ist nichts, ich habe das letzte Mal schon verkackt. Aber gut, wir haben hier nicht den 100% Anspruch. Insofern, okay, aber.
Du, man will es ja wenigstens versuchen, ne? Oh. Meine Bohne nicht bekommen. Komm schon, Bohne. Los, los! Okay, die eine kriegen wir nicht mehr. Das Thema ist durch. Das ist schon witzig, Mann. Hier einmal lang, das Ding und buddel, buddel, buddel. Jawoll. We did it. So, warte. Ah, jetzt hat sie das schon wieder weggezaubert. Nochmal wieder zurück. Da war noch was. Hermine, einen Moment bitte. Ich muss nochmal kurz los. Tut mir leid, aber da oben ist noch was, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ah, jetzt habe ich wieder die Bohne nicht gekriegt. Hier wird gespeedrunnt, Alter. Nur nochmal gucken, ob hier noch was ist. Okay, das ist doch nichts. Ich dachte, da wäre noch was gewesen. Schade. Na gut, und beenden. So, weiter. Und jetzt weiter mit dem Drakoni-Faust-Zauber. Ah. Zaubere auf die Drachenstatue, Hermine, um sie geil in ein Lebewesen zu verwandeln. Ja, sehr gerne. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Okay, also es bleibt nicht nur beim Hasen. Drakoni-Faust! Oh, ausgezeichnet! Hör jetzt gut zu. Um weiterzumachen, musst du mit dem Drachen das Feuerball-Paket aufnehmen. Dann fliegst du hoch und landest auf einer Plattform. Zum Schluss musst du die Fackel anzünden, um diesen Teil der Aufgabe zu lösen. Los geht's, Hermine. Drück die Leertaste, damit der Drache abhebt. Oh, ist das cute. Mit den Pfeiltasten fliegst du Kurven. Hat der Drache ein Feuerballpaket aufgelesen, drücke die linke Maustaste und der Drache speit Feuer. Der Drache kann für jedes Paket einmal Feuer speien. Schön, schön, schön. Steuerung ist wieder etwas speziell, aber man kriegt es hin. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor Quidditch, sollte das auch noch ein Ding werden. Wo ist denn das Feuerballpaket? Da. Ist das cool oder ist das cool? Also bis jetzt muss ich sagen... Hervorragend, Hermine. Dankeschön. Bevor wir direkt abhauen, erstmal noch gucken, was hier noch ist. Hier ist noch so ein Kürbis. Was haben wir hier noch? Da ist noch ein Kürbis. Die Pulso! Hermine nur am Stöhnen hier. Wie so eine Wahnsinnige. Okay, und rüber da. Upp. Okay, da ist das nächste. Hier ist ein weiterer Drache. Oh, ich freue mich. Die sind echt süß. Wie am Wackeln ist. Oh, cute. Cute, cute, cute. Ist unten auch noch was? Hier mal gucken. Hermine kann hier wohl, glaube ich, nicht runter, oder? Das müssen wir dann mit dem Drachen machen, kann das sein? Hol mir mal hier die... Jetzt mal Boden einsammeln. Oh, die letzte Kackbohne hier. Oh, oh. Kackbohne. Habt ihr nicht gehört, ja? Oh. Ich will mal grad gucken, wenn ich jetzt den Feuerball nehme und ich gehe wieder runter, ne? Kann ich damit diese Kürbisse kaputt machen? Nee, das muss eigentlich Hermine machen, aber wie kommt die denn dann wieder hoch? Gar nicht. Vielleicht tut sich da aber gerne was auf. Mal gucken. Wo war jetzt die? Da. Da können wir Feuer machen. Einmal Feuer speien, bitte. Oh, warte, du musst dich da hinsetzen. Dankeschön. Und speien. So ist es brav. Okay. Die Pulso!
kann das so kaputt machen und dann kann der Drache das ja gleich einsammeln. Depulso! So machen wir das. Ich den Dicken da unten kaputt gemacht. Jetzt gar nicht mehr. Hätte ich vorher machen müssen. Aber ich gehe hier an die Ecke ran. Ja. Depulso! Da ist sogar eine Karte drin. Okay, das hat sich echt gelohnt. Sonst habe ich, glaube ich, jetzt alles. Okay, dann eben den Drachen geholt. Ups. So, nochmal nach unten. Upsala. Kannst du sowas einsammeln, Drache? So Karten? Ne, kann er nicht. Das ja, aber die Karte nicht. Echt? Ernsthaft jetzt? Okay, dann machen wir Folgendes. Flatter, flatter, flatter. Wir kehren einmal zurück. Ich speichere kurz und dann probiere ich den Leap nach unten. Was passiert, wenn ich da jetzt runterspringe? Überlebst du das, Hermine? Ja, doch. Ah, okay. Ich habe das mal wieder overthinkt, ja. Es war doch ganz einfach. Man kann hier einfach runter. Gehst du nicht davon aus, dass hier plötzlich so ein Ding sich öffnet, ne? Wow! So. Okay, und weiter. Guten Tag. Ich bin die Hermine und ich bin auch dabei. Gib mir die Bohnen. Gib mir die Bohnen. Ich bin der Hermine und ich bin auch dabei. So. Einmal nochmal nach hinten gucken. Okay. Nee. Passt. Weiter. Häschen. Häschen Challenge. Erstmal gucken. Mach erstmal, was ich so machen kann. Mehr sehe ich hier nicht. Den Rest muss das Häschen lösen. Na gut, los geht's. Wie das aussieht. Na gut, dann knabber dich mal hier durch. Okay. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Wir bleiben dabei und deswegen nehmen wir auch jedes Böhnchen mit. So, warte. Hier habe ich doch noch was gesehen. Guck mal, da können wir noch mal buddeln. Hier hinten ist nichts mehr, aber da ist doch noch mehr zum Buddeln. Wollte doch gerade sagen, du. Hier können wir durch. Knusper, knusper, knusper. Mucke erinnert mich manchmal so ein bisschen an The Legend of Zelda. Und zwar... Ah, woran denn da? So dieser, ein kurzer Moment davon erinnert mich immer an irgendwas aus Zelda. Auch nicht wieso. Kleiner Bonus, knusper Häschenraum hier. Geknuspert und geknuspert und gekneusert. Dilli, dilli. Na, weiter knuspern, komm schon. Ehre, wem Ehre gebührt. Oh, mal rein mit dem Gemüse, ne? Ist gut für den Körper, gut für die Seele. So, ich glaube, wir haben hier alles, dann können wir weiter. Da, das jetzt hier. Bam, bam. Ah, wann? Muss in mich gehen. Woran erinnert mich das? Woran bei Zelda erinnert mich das? Es wird mir doch wieder einfallen und dann werde ich es euch genau erzählen. Alter, da musst du auch erstmal drauf kommen, dass hier noch was versteckt ist. Unfassbar. Cool. Ah, es ist wieder so ein Game, da bockt das Erforschen halt und das Erkunden. Ne? Das wird halt belohnt. Das finde ich mal gut. Ah, wir wechseln durch. Jetzt ist der Drache dran. Ah, Teamwork. Aber, meine Lieben, bevor das Teamwork hier startet, machen wir erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst den entsprechenden Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.